das X 140 ist auch. Der gute Grieche Sokrates hat sich unter anderem auch Gedanken über das Wohnen gemacht. Und seine Überlegung war dann, es wäre eigentlich toll, in einem Haus zu wohnen, in dem es im Sommer kühl, im Winter warm ist, wo ich im Sommer keine Sonne drin habe, wo ich im Winter die Sonne drin habe, wo ich einen Bereich habe, der mir die kalten Winde im Winter abhält. Was Sie hier jetzt sehen, das ist so das Haus, was aus seinen Überlegungen entstanden ist. Also er hat jetzt oben dann den Vorratsraum, den Wohnraum und die Terrasse vorne dran, auf der Südseite. Und ja, hat es eigentlich ganz gut hinbekommen. Das sieht man hier, der hat im Haus ein Pultdach, ein geneigtes Pultdach verpasst. Das Vordach hält die Sommersonne ab. Die Wintersonne steht flach, die kann ganz, ganz weit rein ins Haus scheinen. Und der Vorratsraum dahinter, der puffert nochmal richtig die kalten Winde ab. Aber unabhängig von den Geschichten in Griechenland haben sich andere Leute ähnliche Gedanken gemacht. Hier in Mesa Verde in den USA, die haben ihre Häuser unter dem Felsvorsprung gebaut. Dasselbe Effekt, im Sommer Schatten, im Winter die flache Sonne kommt rein. Zusätzlich der Berg im Hintergrund schafft im Sommer Kühlung, die Erdwärme hilft im Winter diese Wohnungen. Und auch der Wind wird weitestgehend abgehalten. Man muss das sehen, die haben damals auch schon Flachdächer gebaut unter den Felsen. Da ist auch der Regen abgehalten worden, also ohne große Technik konnte man da Flachdächer realisieren. Aber nicht nur in Amerika, auch woanders, völlig unabhängig davon. Hier sehen Sie jetzt Bilder aus Kroatien, da gibt es auch die Häuser unter den Felsvorsprüngen. Also eine Idee, mehrfach umgesetzt, und da stellt sich für die Schweizer Frage, wer hat es erfunden? Ja, das ist also strittig. Auch ein Haus, mehrfach erfunden, mehrfach hat Sensation verkauft, Girasole. Das Haus dreht sich mit der Sonne mit, das heißt die Wohnecke von dem Haus ist von morgens bis abends in der Sonne und die Nacht über dreht sich das wieder zurück und wartet dann auf den nächsten Sonnenaufgang. Was wir heute Interessantes am Bauen haben, ist Dämmung. Ich zeige jetzt hier ein Igloo, Schnee ist ein toller Dämmstoff, allerdings nur wenn es kalt ist, jetzt waren wir noch ganz nass. Aber es ist erstaunlich, in so einem Igloo drin hat es bis zu 50 Grad mehr als draußen, nur durch die Leute, die da drin sind und sich da aufhalten. Und auch von denen hier können wir was lernen fürs Bauen, fürs energiesparende Bauen. Die haben eine sehr kompakte Bauweise und die rücken ganz eng zusammen. Also da, die nutzen ganz ordentlich die Abwärme vom Nachbarn mit. Das ist ja heute auch ein Thema. Ja, jetzt sind wir schon 1970, 1980 in Deutschland, da gab es einen Dr. Feisch, der hat ein Passivhaus. Der hat sich auch auf der Nordseite mit dem Treppenhaus einen Puffer gebaut, der hat das Pultdach drauf, der hat die Südseite groß verglast, da kommt die Sonne ganz weit rein in das Haus. Er hat eigentlich noch wesentlich mehr Dinge drin mit Technik, der hat eine Lüftungsanlage, der hat Jalousien, das heißt, er braucht das Vordach nicht mehr, der hat Solaranlagen drauf und und. Also da hat es die Technik richtig Einzug gehalten. Aber wenn man so anguckt, so die Grundidee, wer hat es erfunden? Ja, was mache ich, was machen wir heute in Deutschland? Ganz genau dasselbe. Das ist ein großes, aber eins der Passivhäuser, die wir gebaut haben, das haben wir noch weiterentwickelt, wir haben das Haus gesplittet, also wir haben in dem Fall auch die Sonne auf die hintere Hälfte des Hauses noch reingebracht, also Südsonne bis ganz hinten rein ins Haus, also in die nördliche Räume. Und auch hier natürlich die Technik, bei uns in Deutschland ist man oftmals froh, wenn man ja, im Sommer auch die Sonne reinkriegt, deswegen haben wir da Jalousien und kein Vordach, und, aber auch im Winter kann mal im Sommerhaus die Sonne lästig sein, aber das kann man jetzt selber steuern. Das heißt, auch die solare Nutzung für Warmwasser, das sehen Sie hier oben auch auf dem Dach. Da haben wir das mit der Sonne ja, ein bisschen anderes Thema aufgebaut. Das Haus hat eine zentrale Terrasse, die haben wir so ausgerichtet, dass sie die ganze Mittag bis spät in der Abend Sonne hat. Ja, das ist fast wie ein Atrium und die Westseite, die fällt aber absichtlich. Und mittags, nachmittags deswegen, das Familienleben, die Kinder sind zu Hause, irgendwann ist die ganze Familie zu Hause, das findet vorwiegend nachmittags und abends statt. Und auch in dem Haus haben wir es geschafft, dass die Sonne wirklich durchs ganze Haus scheint
Und das ist eigentlich schon eine tolle Sache. Zum einen entsteht ein ganz tolles Lichtspiel, wenn man also an der Rückwand vom Haus noch Sonne drauf hat. Und natürlich auch die Sonnenenergie kommt zum Haus ganz ordentlich zugute, was sich in der Energiebilanz dann auch darstellt. So, jetzt ein Projekt, das gerade aktuell umsetzen. Was Sie hier sehen, oben ist die Westseite, unten die Südseite. Auch hier haben wir ganz bewusst die großen Fenster Richtung Westen, Richtung Süden, die Wohnrichtung ausgerichtet. Und ja, einfach um die Sonne einzufangen und den Abend in dem Haus zu genießen. Der Gegensatz dazu, oben die Ostseite, unten die Nordseite, mit extrem wenig Fenster. Einfach zur Abschottung zur Straße hin, das sind einfach Fenster drin, die man braucht, um ordentliches Licht im Raum zu haben, aber doch so klein gehalten, dass man möglichst wenig Energie auch über die Fenster verliert. Viel spannender an dem Haus ist aber der Grundriss, das ist ein Generationenhaus, das kann man auch unterschiedlich aufteilen zwischen oben und unten. Und das ganze Haus bauen wir auch barrierefrei, ohne Stufen, mit Bewegungsflächen, wo man sich wirklich gut bewegen kann, drei Türen. Ja, so ein Haus ist auch im Alter dann sehr, sehr gut nutzbar. Das ist schon meine letzte Folie. Ein bisschen Exot in der Reihe. Das ist ein uraltes Haus gewesen, eins der ältesten in Lindenbach. Und auch so ein Haus kann man energetisch auf den Neubaustand bringen. Und da kriegt man dann auch sowas wie einen Umweltpreis, eine Heimatsmühle zum Beispiel,